Fragst du dich auch, wie du deine Anwendung besser nutzerorientiert gestalten kannst? Hast du vielleicht schon mal von den Dialogprinzipien gehört? Wolltest immer schon mal wissen, was sie sind? Ich erkläre in diesem Video, warum du unbedingt an Dialogprinzipien interessiert sein solltest. Hallo, ich bin Intra. Wenn du genauso für menschzentrierte Gestaltung brennst wie ich, dann abonniere diesen Kanal, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Die Dialogprinzipien sind Basiswissen jedes User Experience Professionals. Sie beschreiben, wie eine Anwendung oder ein Dialog oder ein Produkt optimal für den Nutzer gestaltet sein sollte. Sie sind in der Norm unserer allseits geliebten 9241 Abschnitt 110 definiert und beschreiben verschiedene Attribute, die ein Dialog aufweisen sollte, um eben der Usability zu genügen oder die Usability zu erhöhen. Tatsächlich, Fun Fact, es gibt ja ein Arbeitsschutzgesetz und das A der Arbeitsschutz besagt, dass auch Software den Usability-Normen entsprechen soll. Jeder Dialog, der in meinem Arbeitskontext nicht den Dialogprinzipien entspricht, verstößt im Grunde genommen gegen den Arbeitsschutz. Wir haben ein Recht darauf, in unserem Arbeitsalltag, wenn wir mit einer Software zu tun haben müssen, dass diese auch den Usability-Normen und eben damit auch den Dialogprinzipien entspricht. Natürlich ist das aber nicht die Motivation, die ich hier rüberbringen möchte. Ihr müsst die Dialogprinzipien befolgen. Nein, nein, darum geht es gar nicht. Ich finde sie sehr sinnvoll, sowohl um zu verstehen, wie funktionieren eigentlich Dialoge, Usability-Probleme aufzudecken und zu verargumentieren, warum es denn überhaupt potenzielle Probleme sind. Was ist da eigentlich los? Weshalb kommt der Nutzer vielleicht nicht damit klar? Als auch in der Zukunft seinen Dialog besser gestalten zu können. Für all das ist es gut, die Dialogprinzipien besser und tiefer zu verstehen. Dialogprinzipien helfen dir dabei, ein besserer UX-Designer zu werden. Dialogprinzipien helfen dir dabei, ein besserer User Researcher zu werden. Egal, was du machen willst, es lohnt sich, die Dialogprinzipien zu kennen. Weil es heißt, wenn man die Dialogprinzipien kennt, kennt man auch den Nutzer besser, weil man das Nutzerverhalten besser kennt und die Anforderungen, die der Nutzer an einen Dialog hat. Deswegen mache ich jetzt eine Reihe verschiedener Videos über die sieben Dialogprinzipien. Sonst wäre dieses Video viel zu lang. Würde ich sie alle in eins packen. Hier aber schon mal kurz vorgestellt, was sind die sieben Dialogprinzipien? Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Steuerbarkeit, Lernförderlichkeit, Fehlertoleranz und Individualisierbarkeit. Diese sieben Dialogprinzipien stellen die Basis jedes Dialoges dar. Befolgt man sie, hat man im besten Fall einen bereits schon sehr guten Dialog, der hoffentlich von dem Nutzer auch verstanden wird. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse doch gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar unten. Vielleicht kann ich ja noch ein paar Inhalte einbauen, die dich im Bereich auf Dialogprinzipien interessieren oder andere Themen, die dich im Bereich User Experience reizen. Ansonsten sehen wir uns zum Video Aufgabenangemessenheit.